Hallo, meine Lieben, ganz herzlich willkommen. Was heißt also Erfolg in der Hundeerziehung? Ich würde heute gerne ein paar Punkte mit dir besprechen, mit euch besprechen hier, was denn meine Ansichten dazu sind und was dein Hund vermutlich dazu sagt. Erstmal so eine Definition vorweg, was Erfolg denn so landläufig ist. Also Erfolg ist vielleicht ein Hund, der perfekt funktioniert. Das wäre dann eine erfolgreich abgeschlossene Hundeerziehung. Vielleicht ist Erfolg auch etwas, was ihr messt in Pokalen oder in Leistungsbewertungen oder in Siegen bei einem Turnier oder so. Das mag für den Menschen ein Erfolg sein, wenn er seinen Pokal kassieren kann, aber ich finde das nicht unbedingt besonders aussagekräftig für den Hund und für das Mensch-Hund-Team. Es geht mir ja um die Hundeerziehung und nicht um den sportlichen Ehrgeiz des Menschen. Das ist eine andere Geschichte, über die sage ich jetzt auch gar nichts. Aber ob dein Hund jetzt für sich eine tolle Leistung erbracht hat und trotzdem ist er, sagen wir, Vorletzter geworden bei dem Bewerb, sagt er nichts über, also diese Reihung sagt er nichts über das, was dein Hund geschafft hat. Für ihn war es vielleicht ein Riesending. Es gibt Hunde, für die wäre es schon eine Riesensensation, wenn sie auf so einem turbulenten Platz, wo gerade irgendwie eine Prüfung abgelegt wird, überhaupt mal entspannt reingehen können. Geschweige denn, dass sie dann irgendwas machen. Also Pokale, Turniere, Prüfungen und so sind nicht unbedingt so mein Ding. Vor allem auch, weil das etwas ist, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass dein Hund es nicht als Erfolg erlebt. Das kannst du dir so vorstellen, als würdest du daran gemessen, ob du bei einem Tennis-Profiturnier einen ersten Platz machst und vielleicht hast du Tennis spielen. Ob du es jetzt kannst oder nicht, ist nochmal eine andere Sache, aber etwas, was du nicht gerne magst, was du nicht freiwillig magst, ist nicht unbedingt etwas, was du als Erfolg verbuchen würdest, egal ob du es dann schaffst oder nicht. Bei den Menschen ist ein bisschen mehr Selbstquälerei mit dabei, darum machen wir alles Mögliche, was wir nicht machen und zwingen uns zu Leistungen, die wir nicht so prickelnd finden. Eigentlich der Hund sieht das ganz anders. Also erstmal würde ich persönlich mich in Sachen Hundeerziehung von einem herkömmlichen Erfolgsbegriff verabschieden und sagen, ich messe Erfolg ganz sicher nicht an einer bestandenen Prüfung oder nicht oder an einem Pokal oder an einem Turniergewinn. Definieren wir also zuerst einmal Erfolg aus der Perspektive deines Hundes. Ich nehme mal an, dein Hund hat erstmal ein ganz klares Verständnis davon, was in seiner Welt ein Erfolg bedeutet, nämlich er kriegt das, was er in dem Moment gerade möchte. Also wenn er zum Beispiel dort drüben 5 Meter entfernt am Grasbüschel dringend schnüffeln möchte und er zieht heftig mal an der Leine und ist dann schneller dort, dann findet er, das war erfolgreich. Oder wenn er zu einem anderen Hund hin möchte und du hast ihn beigebracht, wir gehen dorthin, wenn du erstmal ruhig sitzt und bleibst und wartest, bis ich sag und lauf los. Und er macht das und kommt dann hin, dann ist das ein Riesenerfolg für ihn. Und zwar ein Erfolg, den er interessanterweise mit etwas dann erzählt hat, was du haben wolltest, nämlich mit dem Sitzen und Bleiben. Also das, was dein Hund in dem Moment jetzt gerade möchte, ist, wenn er es dann kriegt, ein Erfolg. Was er vermutlich auch als Erfolg mit verbuchen würde, ist alles, wo er sich wohlfühlt dabei und was er gerne macht. Das heißt, wenn es Tätigkeiten sind, die er gerne macht, die er ohne Anstrengung, ohne Druck, ohne Zwang, ohne Hektik, ohne was immer sonst an Unangenehmen dazukommen könnte, machen kann, ist das auch ein positives Erlebnis, ein Erfolgserlebnis. Und ein wesentlicher Faktor dabei ist übrigens, dass der Mensch an seiner Seite entspannt ist, beziehungsweise nicht in dem Moment, wo der Hund gerade irgendetwas für ihn Angenehmes, Wohliges erlebt, der Mensch dann gerade ausflippt. Jetzt mal, wenn wir davon ausgehen, es sind jetzt nicht gerade Dinge, wo der Hund sich in Gefahr bringt oder andere in Gefahr bringt und du musst einschreiten. So, wenn er gerade über die Straße rennen will, weil es drüben gut riecht und du rufst ihn ab, ist das klar. Ja, aber denk einfach mal dran, dass für deinen Hund Erfolg auch heißt, sich wohlfühlen und das tun oder auch das lassen, was am meisten dazu beiträgt, dass er sich wohlfühlt. Also wenn der sich gerade in frischer Gülle genüsslich wälzt, hat er in dem Moment durchaus seinen Erfolg. Hat meine Kleine jetzt beim Abendspaziergang gerade gemacht. Ich hatte übrigens auch ein Erfolgserlebnis bei diesem Abendspaziergang. Ich habe das vorbeihüpfende Reh vor allen anderen Hunden gesehen und konnte unauffällig
bei der einen, wo es drauf angekommen wäre, auf die Leine steigen und sie alle zu mir herholen, belohnen dafür, dass sie einfach nur so zu mir hergekommen waren. Also Erfolg ist auch für den Menschen manchmal das, was in diesem Moment gerade gut funktioniert. Und damit komme ich auch schon zu so einem Erfolgsbegriff für das Mensch-Hund-Team. Nicht zuletzt deswegen, weil ja heute endlich wieder mein Kurs Erfolg für Mensch und Hund startet. Für alle unter euch, die schon sehnsüchtig darauf gewartet haben, es ist soweit. Seit einer Stunde ist er wieder online. Das ist eigentlich mehr ein Lehrgang schon als ein Kurs und er unterrichtet Menschen darin, wie sie als Mensch-Hund-Gespann erfolgreich unterwegs sein können und zwar mit einem Erfolgsbegriff, der davon ausgeht, dass ich sage, erstens mal gibt es Erfolgserlebnisse für den Hund und dem Hund geht es gut und zweitens gibt es Erfolgserlebnisse für den Menschen und dem Menschen geht es gut und drittens, das Team kommt gemeinsam weiter. Und zwar jetzt nicht nach irgendwelchen Vorgaben von außen, sondern nach den Zielen, die ihr euch selber setzt. Und da sind wir Menschen ja meistens ein bisschen merkwürdig. Also wir setzen uns Ziele, die möglichst nicht erreichbar sind. Also zum Beispiel, wenn ich einen Hund habe, der, sagen wir mal, begeisterter Jäger ist, wenn ich dann sage, ich möchte, mein Ziel ist, ich möchte durch Wald und Wiese rennen können, ohne Leine dran und der soll nicht mal dran denken zu jagen. Wäre schön, würde ich jetzt nicht unbedingt als ein Ziel definieren, sondern mehr schon als einen Traum oder eine Wunschvorstellung, die so zumindest auf die Schnelle nie erreichbar sein wird. Wenn ich aber ein Ziel definiere, das pardon, für deinen Hund oder für meinen Hund und mich erreichbar ist, wo ich Schritte setzen kann in die Richtung darauf, wo ich dann das nach ein paar Tagen üben oder nach ein paar Wochen auch tatsächlich geschafft habe, dann habe ich einen Erfolg. Also es ist kein wirklich gutes Ziel zu sagen, der Hund soll nie wieder an der Leine ziehen. Ja, und im Moment zieht er wieder Teufel. Aber es wäre ein super Erfolg bereits, wenn ich sage, wir schaffen 100 Meter am Stück, ohne dass der Hund mal zieht. Das wäre schon ein erstes Erfolgserlebnis und wer, kleiner Tipp, wer schon mal 100 Meter geschafft hat, schafft die nächsten 100 Meter auch, weil der Hund das Prinzip schon beherrscht. Es geht also darum zu definieren für das Hund-Mensch-Team, also für dich und deinen Hund, was möchtest du denn erreichen? Und zwar deswegen, weil es euch den Alltag leichter macht, weil es deinem Hund das Leben leichter macht oder weil ihr beide Spaß habt dran. Ja, nicht, weil irgendjemand anderer sagt, dein Hund muss aber bei Fuß gehen und dabei auf deine linke Schulter schauen und darf nicht mehr als 2 Zentimeter mit seinem Schulterblatt sich von deinem Knie entfernen. Ja, also das finde ich, kann man getrost vergessen. Ich zumindest habe kein Interesse daran. Die Hunde vermutlich auch nicht, wenn man sie fragen würde. Aber schau, was du für deinen Alltag brauchst und definier dann ein Ziel, das du erreichen kannst, damit du den Erfolg für dich und deinen Hund im Team als Teamwork dann verbuchen kannst. Das verstehe ich auch als erfolgreich sein in der Hundeerziehung. Also ich habe realistische Ziele und zwar solche, wo ich auf den Hund eingehe. Das ist ja jeder Hund anders. Es gibt welche, die bieten sich förmlich an, alles Mögliche zu machen. Es gibt andere, die sind total eigenständig und sagen, lass mich mal alleine machen, ich schaffe das schon, ich brauche dich nicht. Es gibt welche, die haben eine ganz schwierige Vorgeschichte oder kämpfen mit Ängsten und Unsicherheiten. Das kann ich ja nicht über einen Kamm scheren. Das heißt, ich schaue mir immer an, was brauche ich in unserem Alltag oder wo sind Bereiche, die uns gemeinsam oder den Hund belasten oder manchmal auch den Menschen alleine belasten, wie zum Beispiel beim Jagen. Und dann nehmen wir uns vor, in dem Bereich ein Stück weiterzukommen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist das ein Erfolg. Das definiere ich unter Erfolg. Und das ist auch das Modell von Erfolg hinter dem Erfolgssystem in der Hundeerziehung, mit dem ich gearbeitet habe schon seit vielen Jahren. Denn das, was schon klar ist, diese Erfolge erreicht man leichter, wenn man sich an bestimmte Lernregeln, an bestimmte Erfahrungswerte, an einen bestimmten Ablauf hält. Ihr habt vielleicht schon eines der Videos aus der letzten Woche auch gesehen, wo es um die Erfolgsgeheimnisse ging, also eben zum Beispiel um der richtige Aufbau im Training, dass es ein 5-Stufen-Modell gibt. Und wenn man sich an das hält, geht es sehr viel schneller, diese gesteckten Ziele auch erfolgreich zu erreichen. Wie das genau umgesetzt wird, da gibt es dann einiges mehr Schritt für Schritt,
in dem Kurs Erfolg für Hund und Mensch. Da nehme ich sozusagen jedes Team am Anfang auch mit an die Hand mit einem Ziel, das sie sich gesteckt haben. Und wir machen nicht nur die ganze Theorie und den ganzen Ablauf und die ganze Vertiefung des Erfolgssystems, damit man danach tatsächlich jedes Problem, das man haben könnte oder jedes Ziel, das man sich steckt, eigenständig erarbeiten kann. Aber im Lauf des Kurses selber nehme ich die Teams sozusagen mit auf die Reise und begleite sie, damit sie am Ende ihr gestecktes Ziel erfolgreich erlebt und erreicht haben, denn das macht den Erfolg dann eigentlich aus. So, jetzt habe ich euch erzählt, was meine Definition von Erfolg wäre in der Hundeerziehung. Und jetzt würde mich interessieren, was eure Definition wäre. Ich schaue mal in den Chat dazu. Da sind ja schon eine ganze Menge. Hallo an euch alle, an die Ulrike, die Albertine, die Susanne, die Caroline, die Ursi, die Sonja. Also, gebt mir doch mal Bescheid, was würdet ihr definieren als Erfolg oder als erfolgreich? Wann versteht ihr euch als erfolgreich mit eurem Hund in Sachen Erziehung? Also erfolgreich auf dem Sofa kuscheln wäre natürlich auch ein Erfolg, aber da muss man nicht so viel erziehen. Außer natürlich, es ist ein Hund, der Ängste vor den Menschen hat, der sehr misstrauisch war, der Nähe nicht tolerieren konnte. Dann ist es ein Riesenerfolg, wenn der mal von sich aus zu dir aufs Sofa kommt und sich zum Kuscheln hinlegt. Okay, also wie schaut es bei euch aus? Habt ihr eine Meinung dazu? Die Claudia ist inzwischen auch da. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr einfach keinen Diskussionsbeitrag gerade habt oder ob das einfach noch eine Weile dauert. Wir machen so, ich gebe euch inzwischen für alle, von denen ich weiß, dass sie auf diesen Kurs gewartet haben, noch mal kurz die Adresse ein, wo ihr euch die Informationen anschauen könnt. Zwei gleich in die Kommentare. Und wir schauen, dass ich mich nicht vertippe. Also denk.at Erfolgskurs ist das, da könnt ihr euch dann umschauen dabei. Die Albertine hat inzwischen geschrieben, ja, für sie ist es ein Erfolg, wenn der Hund sich an ihr orientiert. Super, genau. Und zwar selbst dann noch, wenn man mal die Wohnung oder den eigenen Garten verlässt, wo es ihr leichter geht. Oder wenn man gerade nicht die Hand in den Leckerli-Beutel steckt. Das ist meine Erfahrung, dass einer der häufigeren Trainingsfehler ist, dass der Hund gelernt hat, auf bestimmte Gesten sich zu fixieren und sich an denen zu orientieren, statt im Prinzip ein eigenständiges dahinter zu verstehen. Das heißt, es lohnt sich immer wieder mal nach meinen Menschen zu schauen. Albertine, jetzt weiß ich gar nicht, warst du letztes Jahr schon im Kurs dabei, oder? Im Kurs Erfolg für Mensch und Hund. Die Ingrid hat geschrieben, gegenseitiges Vertrauen. Zum Beispiel Julia ist gestern um Hilfe zu mir gekommen, als ein Rüde zu lästig war. Super. Sie hat mich um Hilfe gebeten und ich habe ihn weggeschickt. Auf sein Herrchen hat er leider nicht gehört. Ja, das kommt ja etwas öfter mal vor. Das ist auch ein schönes Beispiel, wo der Hund darauf vertraut. Also Vertrauen ist ja oft so ein bisschen ein schwammiger Begriff, aber in dem Fall ist ganz deutlich, sie vertraut darauf, dass du ihr hilfst und sie weiß, sie kann sich an dich wenden. Super schönes Beispiel. Die Susanne schreibt, wenn etwas gut klappt, zum Beispiel der Abruf. Ja, klar. Wobei ich selber würde sagen, wenn du deine Erfolge tatsächlich auch verfolgen möchtest, also mitkriegen, wie ihr einen Erfolg nach dem anderen einheimst, dann brauchst du das noch ein bisschen genauer definiert. Nämlich zum Beispiel, mein Hund kommt aus 70 Meter Entfernung, obwohl ein anderer Hund in der Ferne aufgetaucht ist, auch das erste Mal rufen gleich zu mir. Ja, oder er kommt aus 20 Meter Entfernung, ohne dass irgendwas wäre, denn mehr haben wir noch nicht geübt. Das kann ja Unterschiedlichstes bedeuten. Also mach das so konkret wie möglich. Das ist überhaupt so ein Tipp, je konkreter und machbarer du dein Ziel definierst. Also wenn du mir sagen könntest, bei jedem Ziel, das du dir genommen hast, drei Dinge, die du jetzt tust, damit du die erreichst, dann ist es ein gutes Ziel. Ja? Wenn es ein sehr allgemeines ist, dann bleibt leider auch die Erreichung des Ziels in weiter Ferne und damit wird es nicht so erfolgreich. Okay, ihr könnt ja gerne auch später noch eure Kommentare dazu eingeben, was denn euer Verständnis für Erfolg ist. Mir ist es wichtig, nochmal zusammenzufassen, es geht mir nicht um irgendwelche Leistungskriterien, die jemand anderer definiert hat, sondern es geht mir um das, was dein Hund und du in einer bestimmten alltäglichen Situation gerne
so umsetzen würdet, dass ihr beide euch damit wohlfühlt. Ja, das wäre etwas, auf das ihr hinarbeiten könnt und etwas, was man dann auch schön erreichen kann, insbesondere dann, wenn man sich so an diese Trainingstipps und Erfolgsgeheimnisse hält. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Abend und vielleicht mag die eine oder andere ja jetzt mal eine Runde in sich gehen und sich überlegen, was wäre denn eigentlich der nächste Erfolg, den ich mit meinem Hund anpeile. Einen schönen Abend noch. Tschüss.